Ich habe jetzt Gelegenheit, mit Rainer Wendt zu sprechen, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Stichwort Schleierfahndung. Es heißt, ein möglicher Komplize von den Paris-Attentätern ist in Bayern verhaftet worden. Ja, der ist wohl ganz offensichtlich angekündigt worden. Es hat wohl Informationen gegeben, dass er durch Deutschland reisen will. Und dann hat man wohl festgestellt, dass er ursprünglich nach Paris will. Schwer bewaffnet, mit vielen unterschiedlichen Schusswaffen, aber auch mit Sprengstoff.